Also die Arbeit heißt Golden Boys und es sind drei Porträts junger Männer, deren gemeinsame Klammer das Boxen ist. Die sind jeweils nach ihrem Entstehungsort benannt, Irde in der Türkei und zwei davon in L.A. Und das Boxen ist eigentlich im ganzen Film wenig sichtbar, aber doch präsent und ist eher so ein Versprechen, das über den Köpfen der jungen Männer schwebt, so ein auf etwas hinarbeiten, eine gewisse Ambivalenz, die da drin deutlich wird. Und mir geht es um das Verhältnis vom Einzelnen zur Gruppe in den ersten Parts und so die beiläufigen Zärtlichkeiten und Intimitäten, die sich da auftun und diese Ambivalenz von Fragilität und Zartheit in so einem irgendwie doch auch durchritualisierten Männlichkeitssport. Das finde ich sehr interessant. In meinen Arbeiten spielt körperbezogenes Handeln immer wieder eine zentrale Rolle. In einem vorherigen Video war es der Tanz. Und beim Boxen ist der Körper Sitz der Arbeit. Und mich interessiert dann, wie sich eigentlich in den geschützten Räumen, in den privaten Räumen oder in der Hotellobby am Anfang so diese ritualisierte Körpersprache aufbricht, aber doch irgendwie trotzdem im Körper vorhanden ist und sich immer wieder in kleinen Gesten zeigt. Und gleichzeitig ist das Boxen ein sehr männlich dominierter Sport und es geht mir immer wieder darum, als einzige Frau in Männergruppen vorzudringen. Es geht da um so eine gewisse Grundspannung, die ich brauche zu meinem Gegenüber und auch um bestimmte Zusammenhänge, die ich mir sonst nicht angucken könnte, wenn ich die Kamera nicht dabei hätte.